Hallo liebe Kinder, Eltern und allen, die Freude und Spaß am Backen haben. Wir vom Kindergarten Weckrhein wollen euch nun einmal zeigen, wie ihr ganz schnell und einfach, passend zu Ostern, süße kleine Häschen aus Quarkölteig zubereiten könnt. Alles, was ihr dafür braucht, sind 300 Gramm Mehl, 100 Milliliter Pflanzenöl, 12 Esslöffel Milch, 75 Gramm Zucker, 150 Gramm Speisequark, ein Ei, ein Päckchen Backpulver, ein Päckchen Vanillezucker und eine Prise Salz. Außerdem noch ein Handrührgerät, Rosinen zum Verzieren für die Augen und ein verquirltes Ei zum Bestreichen der Häschen. Zuerst gebt ihr das Mehl in eine Rührschüssel. Dann vorsichtig nach und nach Öl, zwölf Esslöffel Milch, Zucker, den Quark, das Ei Backpulver. Vanillezucker und eine Prise Salz. Im nächsten Schritt braucht ihr das Handrührgerät mit den Knethaken, um alles kräftig zusammenzurühren. Jetzt wird so lange gerührt, bis ein lockerer, weicher Teig entsteht. Wenn der Teig noch zu sehr an der Schüssel klebt, könnt ihr einfach noch ein bisschen Mehl dazugeben und unterkneten. Danach lasst ihr den Teig für 10 Minuten stehen. In der Zwischenzeit könnt ihr schon den Backofen auf 180 Grad vorheizen und ein Backblech mit Backpapier bereitstellen. Anschließend den Teig auf eine gemehlte Oberfläche geben und noch einmal mit den Händen kurz durchkneten. Nun können wir beginnen, die Häschen zu formen. Dazu nehmt ihr von dem großen Teig jeweils zwei kleinere Stücke weg und daraus formt ihr Kugeln. Aus der einen Kugel wird jetzt eine Schlange gerollt, die ungefähr gleichmäßig dick sein sollte. Dann rollt ihr es von einer Seite auf, sodass ihr am Ende eine Schnecke habt. Jetzt nehmt ihr die andere Kugel und macht davon ein kleines Stückchen ab. Formt es zu einer Kugel, denn das gibt das Schwänzchen für das Häschen. Mit dem anderen Stück wird nun der Kopf geformt. Dazu zieht ihr die Kugel etwas in die Länge. Jetzt legt ihr die Schnecke und den Kopf auf das Backblech und schneidet mit einem Messer vorsichtig an der Spitze ein. Das werden die beiden Ohren. Das kleine geformte Schwänzchen wird jetzt noch an die Schnecke angesetzt. Erkennt ihr den Hasen schon? Aber da fehlt doch noch was. Genau, das Auge. Hierfür drückt ihr einfach die Rosine an die Stelle in den Teig. Aus dem übrigen Teig könnt ihr natürlich noch mehr Häschen formen. Im Anschluss werden die fertigen Häschen mit einem verquirlten Ei bestrichen. Dann werden die Hasen in den Backofen geschoben und für ca. 15 bis 20 Minuten goldbraun gebacken. Wir wünschen euch allen ein gutes Gelingen, natürlich schöne Ostern und lasst es euch schmecken. Viele liebe Grüße, euer Kindergartenteam Weckrhein.